Also mein Buchstabenmeister, den ich da erfunden habe, hat ein bisschen narzisstische Züge, okay. Er ist von sich sehr selbst überzeugt und ist der absolut Beste und der Klügste. Und da müsst ihr mal zuhören. Hoch, bis ich sie endlich beruhigen konnte, also die Buchstaben, die sich aufgeregt haben, dauerte es ein Weilchen. Stell dir das einmal vor, Tim, wenn die Buchstaben ihre Drohung tatsächlich wahr machen würden, dass sie nämlich verschwinden. Stell dir diese Leere vor, dann gäbe es nur mehr Bücher mit leeren, unbeschriebenen Seiten. Wer weiß, vielleicht gäbe es dann sogar gar keine Bücher mehr. Und ich wäre dann auch völlig überflüssig geworden im Buchstabenland. Aber zum Glück bin ich ja der Klügste im Land. Mit einem einfachen Trick habe ich sie beruhigen können. Ich gab ihnen einfach ein Versprechen. Ein Versprechen hast du gegeben. Du weißt aber schon, dass man ein Versprechen auch halten muss, plapperte Tim aufgeregt dazwischen, der bisher sehr aufmerksam zugehört hatte. Das ist es ja eben, rief das Männlein verzweifelt. Jetzt muss ich es auch noch halten. Was hast du denn versprochen? Fragte Tim neugierig. Ich versprach ihnen, ein Menschenkind ins Buchstabenland zu bringen, das ausgezeichnet lesen und schreiben kann. Ich habe ihnen versprochen, mit dem besten Schüler, den ich in der Menschenwelt finden kann, ins Buchstabenland zurückzukehren. Ach, und da kommst du ausgerechnet zu mir, dem schlechtesten Schüler von allen. Das war keine gute Idee. Du hast wahrhaftig ein ernsthaftes Problem, stimmt dem Tim nickend zu. Und jetzt machen die zwei einen Deal, weil irgendwann kam diesem guten Buchstabenmeister tatsächlich in den Sinn, dass nur der schlechteste Schüler sich am besten verbessern kann. Und das ist eine alte Lebensweisheit. Tatsächlich der, wo quasi noch nicht so gut ist, kann sich am besten entwickeln und steigern. Und dann wäre doch die Situation gelöst. Mal schauen, ob man überreden kann. Bis zum nächsten Video.